So, hallo. Wir machen weiter beim Super Mario Maker 2. Bevor wir uns um die Fortsetzung von unserem Expert One kümmern, der ja, je nachdem wie lange das noch geht, noch ein paar Folgen gehen könnte, muss ich... Oh nein, ich habe Discord nicht offen. Nein! Ach Mann, weil der PC von ausgegangen ist. Ah, okay. Dann machen wir vielleicht doch erst hier weiter, beziehungsweise gucken mal ganz kurz, was hier an neuen Sachen aufgetaucht ist. Aber Sonne hat mir auch wieder ein Level gesagt, was ich mir anschauen soll. Und das würde ich gerne machen. So. Da-da-da-da-daps. Okay, Carefree, Frank, Devori. Oh, Devori ist natürlich schön. Oh, Cardboard hat auch was gebaut, was scheinbar sogar spiel... Ne, Quatsch, habe ich noch gar nicht geguckt, ob es spielbar ist. Grail Knights Pumping Iron Power. Ist es spielbar? Sieht schwierig aus. Ja, die 50% gefallen mir nicht. 0,5% gefallen mir nicht. I wanna stay small. Rasierer hat wieder ein I wanna Level. Oh Gott. Keiner hat es bisher geschafft. 7 haben es probiert. In insgesamt 41 Versuchen. Und das hier, das ist für den Hübi Design. Quatsch, Hübi Design Contest. Für den Hübi Dings Contest. Hübis Bilder Contest, da steht's. Habe ich schon in einem Video von ihm gesehen, er lädt ja immer Videos hoch, ist ein ganz cooles Level, spielen wir vielleicht auch noch mit der Zeit. Frank hat hier noch was und... Okay, da ist einiges zu tun, grundsätzlich. Dann würde ich aber jetzt... Ach, guck mal, das kann man auch schnell machen. So. Ja, gibt natürlich wieder die 3 Sternchen. Also das haben wir schon erreicht. Die würde ich auf jeden Fall immer erreichen wollen, die 3 Sternchen. Aber insgesamt, ja, hätte besser sein können. Wenn ich nicht so viel rumgestruggelt hätte, dann hätte das besser sein können. Muss man ganz ehrlich so sagen. Aber gut, ist in Ordnung, ne? So. Ist an sich auch, interessiert keine Sau, ob man da gut ist oder nicht. Völlig wurscht, muss man selbst wissen. Okay, dann machen wir doch erstmal hier weiter. Währenddessen macht das Core-Update. Ich könnte... Ah! Schlechte Vorbereitung. Egal. So, let's go. Gucken wir mal, wie lange uns das noch hier begleitet, der Expert One. 9 Leben haben wir noch. 13 ist unser Rekord. Wir machen es ja mit No-Skip. Also bleibe ich jetzt auch bei No-Skip natürlich. Ich habe den Levelnamen nicht gelesen. Snaking in the Snake Sky Castle Garden. Okay. Oh nein, das heißt, es geht um... Oh nein, die Schlangenblöcke. Oh no. Das ist nicht, was ich snaken möchte. Kann ich nicht direkt dann da hoch, danke. Aber Alter, diese Sounds. Immer wenn ich eine Münze sammle oder was. Hat er das bei jeder Münze eingebaut? Ach, geheim. Das ist ja super nervig. Da will ich ja gar keine Münzen. Mama. Okay, die da unten schießt, die andere schießt gar nicht. Die ist nur da. So, jetzt kann sie mir nichts mehr. Die Münze da oben interessiert mich tatsächlich gerade nicht. Das Leben würde ich aber dann schon ganz gerne. Müsste ich jetzt, hätte ich schneller vorne, egal. Lieber Level schaffen, lieber... Oh Gott. Nein, nicht treffen lassen hier. Oh, jetzt fliegt die da hoch und runter. Das ist natürlich auch unangenehm. Oi, 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 oh nein! Oh! Das war Rettung in letzter Sekunde. Aber wirklich. So, zum Glück sind es keine blauen Blöcke. Es ist, aber es ist ja auch Expert, es muss ja auch irgendwo nett sein. Sonst wäre es ja bei Super Expert, Dings Expert gelandet. So, wait, was ist denn das jetzt? Jetzt schicke ich den los und gehe dann schnell hinterher, oder? Ne, den brauche ich gar nicht. Was denn für ein... Ach so, für den Block da unten. Oh, gerade sage ich noch, ist es gut, dass es grüne sind und dann... Okay, aber ist es jetzt ein blauer mit Indikatoren. Das ist natürlich auch cool. Oh, die Indikatoren sind dafür natürlich großartig. Das ist schön. Das ist freundlich gebaut. Ich hoffe, es bleibt bei den Indikatoren. Okay, es kommt eine Röhre. Okay, wir sind wieder bei grün und der geht jetzt unten einfach lang, ne? Ja. So habe ich mir das schon vorgestellt. Das ist auch in Ordnung. Will ich die? Nein, die will ich nicht. Lieber Level... Wait.
Ja, und jetzt? Muss ich jetzt ausharren, bis das da hochgeht, oder was? Ah ja. Tatsache. Nein! Kann ich die mal ganz eben da runterschubsen? Dann kann die mir nichts mehr. Ach, ich hätte gar nicht rüber. Die kommt automatisch hierher. Na, ja, kann ich ja nicht wissen. Lass mich in Ruhe. Da oben ist ein Leben, aber auch das interessiert mich. Also es interessiert mich schon, aber gerade nicht so. Das sind alles keine Schusspflanzen. Ne? Nein, die schießen nicht. Die sind alle brav und freundlich und die da nicht. Die ist überhaupt nicht... Oh Gott, die da oben gefällt mir über... Muss ich jetzt hier wieder ausharren, oder was? Ah! Oh, jetzt kommt sie. Jetzt ist sie hier! So, jetzt bin ich safe eigentlich. Ne? Jetzt dürfte nichts mehr... Checkpoint! Wir sind immer noch nicht fertig. Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Wait, jetzt fahre ich damit runter, oder was? Ich komme nicht runter. Okay. Eieiei. Das wird noch richtig kritisch hier, das Level. Nein! So. Die Kugeln können durch das Ding durchschießen. Die Pflanzen nicht. Oh Gott, jetzt springen die. Wait, was soll ich... muss ich wieder ausharren? Achso, jetzt geht die da oben rum. Ja, okay. Das ist jetzt nicht das Problem. Ich muss ja nur zwei Seiten ausweichen. Und dann fährt die hier runter, die Plattform. Das heißt, ich kann hier eigentlich so lange warten, bis die Plattform da runterfährt. Und dann ganz langsam hinterher. So, jetzt sind wir safe. Jetzt kann nichts mehr passieren. Haben wir es bitte jetzt geschafft? Okay, da hätte es jetzt nochmal einen Dings gegeben für, keine Ahnung. So kriege ich jetzt das Leben halt nicht, aber wurscht. Wurscht. Völlig wurscht. Also wurscht nicht, aber ja, es gibt Schlimmeres. Mittlerweile hat Discord geladen. Unglaublich. Und... Ah Gott, da haben wir ganz lange. Hier, genau. Wo ist es? Hä, wo ist es? Hä, wo ist es? Ach, da. Mal wieder eventuell dumm. Du hast wahrscheinlich eine Lösung. Und dann ist ein Code dahinter. Aber wir bleiben erstmal. Das war übrigens ein schönes Level. Wir bleiben erstmal hier. So. In der Zwischenzeit muss ich mal ganz kurz meinen Ordner hier öffnen. Während das hier weiterlädt. So, zack, los geht's. 10 Leben, 10 Level geschafft. So. Taffy. Mal gucken, ob das Level Taffy ist. Das Level sieht schon mal Taffy. Will ich runter oder will ich hoch? Ach so. Das war jetzt nicht, was ich wollte. Wow. Ich fürchte, das ist nur für eine Coin. Aber... Oh boy. Kann ich da einfach rüber... Der killt mich doch. Komme ich da durch? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da durchkomme. Der wird mich vorher killen. Sollen wir es einmal ausprobieren? Okay, ich komme durch. So, was ist da drin? Ah, das ist schon mal gut. Ja, okay. Zweimal Swamp. So, kann ich oben drüber? Nein, aber so komme ich einfacher zurück. Gut, dann nehmen wir das jetzt mit und gucken mal, ob uns das irgendwie was hilft. Okay, da will ich nicht rein. Da ist eine Schlüsseltür. Okay. Habe ich schon einen Schlüssel verpasst oder kriege ich... Okay, aber jetzt kommt so ein Ding. Also zurück komme ich nicht mehr. Hm. Wäre einer von den Pokies in... Da ist ein Schlüssel. Oh, fährt das Ding vielleicht wieder zurück? Hallo? Es ist jetzt halt totaler Blödsinn. Äh.
Ah ja. Also ich höre es ja noch. Es fährt ja noch. Okay, wir gehen einfach hier rüber. Aber mit dem Schlüssel würde ich jetzt ganz gerne eigentlich zurück. Aber jetzt fährt es wahrscheinlich zu der Röhre hier auch in Ordnung. Aber warum es da so eine Schlangenlinie unter dem Schlüssel jetzt machen musste, ist mir ein Rätsel. So, kann ich, soll ich, will ich da? Ja, will ich, okay. Ach, jetzt komme ich oben raus und kann unten in die Schlüsseltür. Okay. Wollte es eigentlich... Ja. Loswerden, dass ich den hier einfach auslösen kann. So. Jetzt will ich aber gucken, was in dem Block drin wäre. Passiert ja nichts, ich komme jederzeit zurück. Okay. Das ist natürlich cool. Den nehme ich natürlich sehr gerne mit. So. Weil dann kann ich mich damit hier ordentlich wehren. So, eins nehmen wir wieder mit. Wer weiß, wann wir es brauchen. Okay, ganz langsam. Ich würde gerne meine Blume behalten. Dankeschön. Der geht rüber? Nein, der geht runter. Die gehen alle runter. Okay. Oh, das ist jetzt dann aber... Nein, das war nicht so blöd, nicht so gut. Ja, aber dann ist hier der Treffer relativ vorprogrammiert. Blöd. Okay, was mache ich jetzt hier? Ich traue mich einfach mal. Der wird schon nicht nach oben gehen. Das Springboard! Das verdammte Springboard! Nein! Das verfluchte Springboard. Okay, ich nehme es nicht mit. Lol. Lol. Nee, bleib wo du bist. Aber den Block brauche ich auch nicht mehr auslösen. Also der Block ist so oder so ist der Block Mist. Also das war jetzt ja, also das war jetzt ja. Das war ja richtig dämlich. Aber komme ich hier durch, ohne zu verlieren den Ding? Ja, komme ich sogar. Na, wozu ist das dann da? Plötzlich wird es hier ein Troll-Level oder was? Ist doch Blödsinn. So, jetzt geht der halt runter und dann war's das. Sehe nicht das Problem. Aber was sollte der Quatsch mit den Blöcken? Ich meine, selbst wenn ich das Springboard nicht gehabt hätte, hätte es mich einfach nur zurückgedrückt. Wozu? Warum? Es war bis gerade eben kein Troll-Level. Nice. Schön Leben sammeln. Oh, wait. Muss ich hier rein? Nein, okay. Ah, da kommt was raus. Okay, aber das ist jetzt alles nicht das Problem. Na, das ist easy hier. Kein Problem. Wir behalten unsere Blume also. Sehr schön. Wow, 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 jetzt ist sie weg. Da hat sich die Blume dann doch verabschiedet. Hat gesagt, ciao. Jetzt ist Winter. So. Hi. Den hätte ich fast nicht gesehen. Gerade so noch erwischt. Okay, zack, zack, zack. So langsam könnte ein Ziel kommen. Ja, aber was ist das jetzt hier? Oh, hi, Leben. Ist die Frage, gehe ich in die Tür oder in die Röhre? Okay, ich gehe in die Tür. Oh, nice. Bisschen teilweise komisch das Level, deswegen gibt es jetzt kein Like, aber auch kein Bu. Aber wir haben wieder mehr Leben, das ist sehr schön. Die Reise geht weiter. Die Reise geht weiter. Zack. Skywide, apropos Reise. Hat den Tag gegeneinander, ist aber Autoscrolling. Da frage ich mich schon wieder, wer hat denn da zu viel geraucht? Wo ist das denn ein Gegeneinander-Level?
Das jetzt sogar als gegeneinander zu taggen, ist ja mal kompletter Müll. Ah, nee! Ah, das Level wird mir nicht gefallen. So überhaupt nicht. So. Okay. Renn. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Eine einzige Mini-Box ist da unten. Danke. Das macht im Gegeneinander richtig viel Spaß, die Box zu treffen. Also glaubst es. So, jetzt können wir aber... Nein! Yes! Oh mein Gott, gerettet. Ai, ai, ai. So, wo ist das der Pfeil gewesen? Ach! Komm schon. Oh Gott, das wird jetzt Leben kosten hier. So ein Blödsinn. So ein kompletter Blödsinn einfach nur. So. Kein Problem. Okay. Go und ab dafür. Bisschen weiter rüber und dann hier rein. Okay. So. Warte nun. War das jetzt gut, da reinzugehen oder nicht? Oh, ich muss den drücken. Okay, ich muss den drücken. Ich möchte nochmal betonen, das Level hatte einen Gegeneinander-Tag. Ja, und jetzt? Keine Ahnung, wo ich hin muss. Ey, ich hätte jetzt so... Ich wäre so ausgeflippt, wenn hier jetzt kein Boden gewesen wäre, ne? Aber ich krieg kein Leben raus, oder? Nee. Ah, durch die Swamps kriege ich alle voll, alle Leben voll. Nice. Alle Leben voll bekommen. Sehr schön. Eieiei, aber das ist schon... Für die Box gibt es jetzt ein Bu. So, ist mir wurscht. So, wir haben unseren Rekord gleich. 12 und 12. Ghastly Key Hunt. Rätsel. Aber kein Key Hunt mit roten Münzen. Das ist schon mal gut. Darüber, da hoch, da hin. Okay. Wir gehen erstmal hoch. Hi. Ist da ein Key drin? Im Moment sehe ich es noch nicht. Da ist eine Pflanze drin. Da ist ein Key. Okay. Dafür muss ich den On-Off drücken. Na gut, ich hätte jetzt da oben in die Tür reingesollt, ne? So. Da ist mein On-Off. Jetzt könnte ich aber eigentlich auch so zurück. Wow, hi. So. Was ist hier drin? Ein Pilz. Sehr schön. Dann drücken wir den einfach nochmal. Wer weiß, ob es gut ist. Ba, 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 ba. Okay. Rüber. Warten, 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 warten. Rüber. Warten, warten. Okay, da ist jetzt natürlich die Frage, was ist da unten? Warum ist das da? Ich kann ja mal kurz gucken. Da ist eine Tür. Da ist ein neuer Schlüssel. Was heißt neuer Schlüssel? Ein zweiter Schlüssel halt. Sehr gut. Warum da jetzt On-Off-Blöcke sein müssen, weiß ich nicht, weil das ergibt keinen Sinn. Hätten auch normale Blöcke sein können. Aber gut. So, hier ist ein Schlüssel eingebaut. Oh, an den komme ich sogar ran. So.
Nummer 3. Aber jetzt, wie geht's weiter? Da geht's nämlich nicht rein. Und das... Ich glaube, da geht das Level auch nicht weiter. Ich glaube, jetzt muss ich zurück. Kann das? Ich muss jetzt den Weg zurück. Aber hier geht's... Geht's da weiter? Es fühlt sich nicht so an. Ich glaube, wir gehen einfach mal zurück. So gut es geht. Hopp! Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Ist das aufregend? Lass mich in Ruhe, okay. Es wäre jetzt viel aufregender, wenn ich nur noch einen Pilz hätte. Keinen Pilz mehr hätte. Wait, da unten ist auch eine Tür. Oh no. Was ist das da? Was ist das für eine Tür da unten? Okay. Wir gehen einfach jetzt mal hier in die Röhre und gucken mal. Wenn ich nicht genug Schlüssel habe, werde ich es ja feststellen. Und kann ja jederzeit zurück wahrscheinlich. Ja, den kriege ich nicht. Der ist da eingebaut. Okay, Schlüssel 1. Oh je. So, was ist da drin? Okay. Den kann ich nur einmal nutzen. Schlüssel 2. Wahrscheinlich darf ich den Pilz nicht verlieren. Okay. Aber ich sehe ein ganz großes Problem von dem Level. Wenn wir jetzt nämlich nicht genug Schlüssel gefunden haben, bin ich gesoftlockt. Da muss jetzt ein... Ja, verdammt. Ihr seht auch das Problem. Wir haben einen Schlüssel zu wenig. Da ist jetzt mein P-Switch drin. Der ist bestimmt in der Tür, die wir noch gesehen haben. Ja, und das muss jetzt hier... Ach, Scheibenhonig. Dafür bräuchte ich jetzt... Ja, dann muss ich hier fliegen. Dann ist da noch ein Tanuki drin. Aber ich kann halt nicht zurück. RIP. Das ist blöd, dass man nicht zurück kann. Das ist blöd. Jetzt muss ich alles nochmal machen. Das ist blöd. Okay. Hier oben ein. Okay, da ist zum Glück nichts Wichtiges. Wenn da jetzt noch ein Schlüssel zusätzlich gewesen wäre, wäre ich sauer gewesen. So. Dann gehen wir vielleicht auch erstmal kurz die Tür hier. Ach, der zeigt mir nur, dass da. Ah, ich verstehe. Der zeigt mir, dass da was ist. Okay. Da ist mein Pilz, den brauche ich auf jeden Fall. Dann machen wir jetzt erst den hier. Ja. Ich bin ja blöd. Ich bin ja richtig blöd. So, jetzt habe ich meinen Pilz nicht mehr. Ah, das wird jetzt schon wieder kritisch hier gleich. Die Tür ist da unten. Da kann ich eigentlich direkt hinspringen. So. Dann umgehe ich einmal die blöden Geisterringe. So, und wieder hoch. Zack. Die Bombe jetzt ist auch nicht das Problem. Aber jetzt zurück durch die Geisterringe ohne Pilz wird ein bisschen kritisch. Aber gut. Es gibt Schlimmeres. So. Komm schon, mach jetzt keinen Quatsch, Mario. Okay. Meinen wir haben es ja auch mit Pilz geschafft, ohne getroffen zu werden. Dann werden wir es ja wohl auch ohne Pilz schaffen, ohne getroffen zu werden. Okay. Puh. So, jetzt passiert eigentlich nichts Gefährliches mehr, oder? Ich glaube, jetzt haben wir es. Wüsste nicht, wo ich jetzt noch ein Problem bekommen könnte. Sehr schön. Okay.
Ah, die vier Pfeile signalisieren vielleicht, dass man vier Schlüssel will. Und dann geht, kann man auch hier zurück. Dann habe ich nichts gesagt. Dann habe ich nichts gesagt. Das kann man schon so verstehen. Das kann man schon so verstehen, finde ich. Das kann man schon so verstehen. Ich hatte gerade so Angst, dass ich die nicht rechtzeitig reinscreene und dumm bin. Oh mein Gott, das wäre so blöd gewesen. Holy moly. Das wäre... Oh mein Gott, das wäre richtig dämlich gewesen. So. Aber ich darf auch keines von den Items versauen. Na, wenn ich hier die Münzen einsammle, ist auch schon wieder alles vorbei. So, jetzt kommt hier eine Bombe raus. Und auch da muss ich schnell genug die darüber kicken. Sonst ist auch da alles vorbei, wenn ich die nicht rechtzeitig habe. So, ich hoffe, ich brauche den Pilz nicht noch, dass hier wirklich immer ein Tanuki rauskommt. Wenn jetzt ein Pilz rauskommt... Oh, jetzt der Tanuki an mir vorbeigeflogen wäre, das wäre auch bitter gewesen. So, let's go. Ich habe ein bisschen Angst, dass noch irgendwas Gefährliches kommt. Aber das sieht gut aus. Da ist mein Ziel. Was ist da oben? Will ich da hoch? Ist da nochmal Lebenzeug? Ah ja, nice. Noch ein Leben? Ja, nice. Dann können wir einfach direkt ins Ziel. Ich hätte sogar das Leben vom Ziel jetzt sogar mitgenommen. Aber darauf wollte ich mich nicht verlassen. Puh, dann war es insgesamt doch ein schönes Level. Ja, anhand der Pfeilen hätte man denken können, man braucht vier Schlüssel. Und wir haben unseren Rekord gebrochen. Nee, noch nicht gebrochen. Mit dem nächsten Level brechen wir den Rekord. Okay. Wonderful Waterway. Potato Boy 3. Potato! Was? Oh no, ich verstehe. Ich muss mich hier dran orientieren. Oh Gott! Und jetzt... How is this expert? Und nicht super expert. Alter, was? Unten durch geht... Ne, ach du Scheiße. Dieser Waterway ist alles andere als wundervoll. Ist hier irgendwo ein Pilz versteckt? Ne, geht da gar nicht, dann käme ich ja da unten nicht durch. Oje. Oh, Weltrekord 1,5. Oh, ist das ein langes Level. Können wir nicht... Ach du Scheiße, lass mich in Ruhe, Hilfe. Okay, vielleicht laufe ich einfach mal unten durch, wenn das oben ist oder so. Ja, das ist besser. Oh boy. Alter, das ist nichts für meine Nerven. Ich raste aus. Ich trau mich nicht. Oh Gott. Oh Gott, und sowas kommt jetzt die ganze Zeit. Lauter so enges Zeug. Oh, geh heim, Mann. Geh heim. Oh nein, der geht hoch zu mir. Der geht auf mich drauf gleich. Jo. Ah, der zerschellt da dran, oder? Ich hätte mich gar nicht aufregen. Oh mein Gott. Das war fast zu hoch. Oh. Ey, das will ich nur einmal spielen. Ich kann hier nicht. Ich kann hier jetzt nicht 13 Leben lang durch, wenn ich irgendwo. Oh nee, nicht schon der nächste. Ich kann jetzt nicht 13 Leben lang da durch. Wenn ich jetzt sterbe, ich breche das ab. Ich will das Level nicht noch länger spielen. Das macht mich ja wahnsinnig. Das packe ich nicht. Ja, ja. Gut, dass er jetzt schon reagiert hat. Okay. Okay, gib mir einen Checkpoint oder irgendwas wenigstens, dass ich den Teil nicht nochmal mache. Ich will das nicht nochmal spielen. Das ist nicht der Checkpoint, von dem ich geredet habe. Ach du Scheiße, wie lang ist das? 5 Blöcke. Da ist mein Checkpoint. Ja, die triggern wir alle vorher an der Wand hier. Die triggern wir alle an der Wand.
Gott. Oh, jetzt kommt der nicht. Der kommt auch nicht. Aber dann ist eigentlich egal, ob die kommen, weil ich habe meinen Checkpoint. So. Jetzt könnt ihr mich mal. Da oben irgendwas Spannendes? Nee. Alter, das ist zu viel. Oh Gott. Na klar. Ja, leck mich ein wenig am Zuckerli. Was soll das denn hier? Alter, geh weg. Zum Glück sind die keine wirkliche Gefahr, weil sie vorher draufgehen. Yes! Yes! Weg mit diesem Mistlevel! Oh mein Gott! Ein Bu kann ich nicht geben. Es ist halt einfach ein enorm nervenaufreibendes Level. Also kein schlechtes Level. Neuer Rekord. Okay. Ja. Was machen wir jetzt? Ich würde ganz gern das Level von Sonne anschauen. Ich würde ganz gern die Level anschauen, die in der Warteliste sind. Wir machen diesen Expert One weiter, wenn wir alles andere gemacht haben. Okay? Ich würde jetzt hier erstmal den Expert One abschließen. Und nicht abschließen, sondern halt pausieren und den dann demnächst weitermachen. Ja, ich vergesse den natürlich nicht, um Gottes Willen. Aber hier soll es erstmal das gewesen sein. Wir haben ganz viele andere Level, die wir noch spielen müssen und können. Deswegen, ja. Heben wir uns hier noch ein bisschen auf. Dann mache ich im nächsten Part einmal das Level, was mir Sonne geschickt hat. Und gucke, ob ich das auch hinkriege oder nicht. Und ja. Ich glaube, wir nähern uns auch langsam. Oder ist das hier gerade? Hey, das ist Part 200. Ja, das war Part 200. Danke fürs Zuschauen und tschüss.